Ahoi, ihr Landratten. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Episode von The Forest. Ah, wir sind hier im Wald. Wir sind hier immer noch im Wäldchen und ich habe Hunger irgendwie. Ich muss mal eben was knuspern. Knusper, knusper, Knäuschen. Wenn, freut sich ein Schokohäuschen und wenn es auch nicht mehr weitergeht, dann macht er seine Hose auf, denn er steht. Oder so ähnlich. So, wo auch immer jetzt dieses Baumstammgedöns herkommt. Ja, ein bisschen buggy, glaube ich. Oh. Ich glaube, wir haben gerade Besuch bekommen. Okay, Freunde, es ist soweit. Es wird gekämpft. Mondstein, Flieg und Sieg. Oder doch nicht? Aber stimmt hier nicht. Die Aggressivität der Ureinwohner lässt irgendwie zu wünschen übrig. Ja, okay. Glück im Unglück. Leben im Unüberleben. Okay, da ist er. Dort ist er. Willkommen hier, mein Freund. Fum. Das ist der Anführer hier, oder was? Oh Mann, wir sind einfach scheiße, Mann. Wir sind einfach scheiße Müll. Der trifft gar nicht, der Bogen. Wie ist das gerade hier suboptimal? Ganz ehrlich. Wir müssen den ganzen Stamm ausrotten, habe ich das Gefühl. Hier, komm her, Alter. Da hast du. Brenn in der Hölle. Du Anführer. Da ist noch eine. Scheiße, Mann. Wo komm der her? Wir wollen auch nur ein lockeres Ründchen hier machen. Ohne Zähne, ohne nix, ey. Und jetzt sowas hier. Wollte doch nur was essen, ey. Ist das jetzt verbrannt? Unser gutes Stück. Na klar. 1000 Zähne hier ohne Ende, ey. Dann könnte mein Curry war hier. So, nochmal ein Snack-Attack. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe hier. Ich meine, ist ja unser Zuhause, ne? Kann doch nicht sein, dass hier uns hier immer ständig gestört wird. Mann. Das ist echt scheiße. Ja gut, wir waren in der Twitter-Runde. Wir sind immer noch hier in der Twitter-Runde am Tweet-Deck unterwegs. Da habe ich euch ja gefragt, ob ihr ein paar Fragen für mich habt. Und was haben wir denn hier noch so? Wie kamst du zu Dennis? Wie hast du Dennis und die restlichen Chaoten kennengelernt? Von Theresa und von Carsten. Ja, die Story haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder? Und im Grunde kam das ja alles dadurch, dass der Dennis irgendwann mal auf dem TS zu Leno und zu Major, und da war ich auch im TS, dass die halt zusammen irgendwie FIFA gespielt haben, kam Dennis irgendwie rein und meinte, ey, ihr Pfosten, während FIFA war doch ich. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, klar, können wir ja mal zocken oder so, beziehungsweise die anderen Jungs. Und ich war dann erst später irgendwann mal dabei, Alter, hier ist auch schon eine ordentliche Flora und Flauna, ne? Ich war erst später irgendwann mal dabei bei DayZ dann. Ich war auch immer mit den Jungs auf dem TS hier, mit Major und mit Leno. Und ja, da hat sich das halt irgendwie entwickelt, dass man da irgendwie sich ganz gut verstanden hat. Und das Talk noch relativ viel Spaß zusammen gemacht hat. Und dann, ist vielleicht so eine ähnliche Story wie bei Curry. Wobei man sagen muss, war das nicht die erste Begegnung. Denn ich habe ja noch ein paar andere Leute vorher kennengelernt und mit denen hatte ich ja mal zusammengezockt. Und die waren relativ affin darin, sag ich mal, den Sarazar zu finden, ne? Beziehungsweise die hatten halt immer irgendwie die Serverdaten am Start. Kein Mensch weiß woher, aber irgendwie hatten die halt immer die Serverdaten vom Sarazar am Start. Und dann waren die da immer auf dem DayZ-Server am Start. Haben dann halt den Sarazar immer mal ausgekundschaftet
und ein bisschen geraped, beziehungsweise ein bisschen versucht ausfindig zu machen. Und dann habe ich mich einfach mal breitschlagen lassen und habe gesagt, jo, machst du mal mit hier oder spielst du mal mit. Könnte ja ganz witzig sein. Und dann bin ich da halt einfach mal, hab da mal gejoint bei den Jungs damals. Dazu habe ich aber schon mal einiges gesagt. Also wie gesagt, es gibt halt Leute, mit denen kann man ganz gut. Oder es gibt Leute, mit denen kann man vielleicht im ersten Moment ganz gut. Aber bei näherer Betrachtungsweise möchte man nicht allzu viel mit etwaigen Individuen zu tun haben oder sie als nähere Freunde bezeichnen. Oh, wir brennen! Aus Gründen. Ja, und so so war das halt auch, dass der Dennis zum Beispiel, erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch dran, bei diesem Boxkampf, was Dennis uns dagegen dann antreten lassen hat, das war halt wie gesagt das erste Mal, wo man sich da irgendwie in-game getroffen hat, auch mit dem Walle. Aber ja, ich meine, eigentlich, dass man sich jetzt wirklich kennengelernt hat, das war halt dann später erst irgendwann mal durch das FIFA-Let's Play, ne? Ja, und dann haben wir halt zusammen mal Daisy gespielt mit Dennis. Und ja. Ja, halt auch viel durch Zufall, ne? Also, ich war ja halt auf dem TS bei Patrick, weil ich Patricks YouTube-Kanal ganz, ganz cool fand, wie er das da gemacht hat und so. Und ich kannte Patrick halt auch von PlayNation schon länger. Beziehungsweise. Beziehungsweise seine Skills. Der ist ja ein guter Journalist, der Patrick, muss man einfach mal sagen, ne? Ja, so ein Zauberstab hier oder was. Cool. Hatten wir auch noch nie, oder? Hallala! Ja, krass, ey. Was ist denn das, ey? Ja, auf jeden Fall, ja, so kam das dann halt. Und eigentlich hat man sich halt erstmal so übers TS kennengelernt, ne? Wenn man so will. Das ist ja ganz oft so heutzutage, dass die Leute sich online kennenlernen. Aber was haben wir denn noch so für Fragen hier? Ah, kann man bei euch auch mal bei TTT mitmachen, kommentieren oder so? Und magst du Pudding von der Jule? Ja, bei TTT wird wahrscheinlich schwer. Wir haben da natürlich so ein Aufnahme-TS, sage ich mal, und so ein Aufnahmeserver. Und wir sind ja so schon, wenn man so will, relativ viele Leute für TTT. Das merkst du ja schon teilweise daran, dass alle immer durcheinander labern. Und wenn drei oder vier Leute gleichzeitig reden, dann ist das ja schon eine Sache. Wenn da immer fünf oder sechs Leute gleichzeitig reden, dann ist das halt teilweise sogar schon ein Unding. Ein Unding, wenn man so will. Ist halt nicht so geil, ne? Wenn du fünf, sechs Stimmen ist, auch für den Zuschauer, glaube ich, ziemlich anstrengend manchmal. Aber gut, deswegen wird das wahrscheinlich eher schwierig. Aber es ist natürlich nett, dass die Frage aufkommt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und Pudding mag ich natürlich auf jeden Fall. Wer mag denn kein Pudding, ist die Frage. Magst du kein Pudding? Ich glaube schon. Wobei es auch Unterschiede gibt bei Pudding, muss ich mal sagen. Wackelpudding finde ich ziemlich geil. So grün oder roten Wackelpudding kennt ihr ja wahrscheinlich. Oh, ist ein Traum. Das ist doch ein Traum, ist das doch hier ein Wegholz den ganzen Tag. Also ob das mit einem Laminat so eine gute Idee ist, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Weil, ob man das überhaupt so sieht durch das Gras. Ja, schwierig. Aber wir haben es auf jeden Fall mal gemacht, ey. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? So, und jetzt habe ich mir auch hier mein Handy zurechtgelegt. Das ist alles super, Leute, heute in der Session. Dann kann ich auf Fragen eingehen und sogar gucken, wie spät es ist. Ist das nicht ein Traum? Und das alles nur dank der hervorragenden Technik. Da muss man ja mal sagen, also Technik ist ja schon echt ziemlich begeisternd, ne? Wenn man mal so guckt, ey. Ich meine, ich bin ja 26, wie ihr wisst. Das heißt, ich bin 88 geboren. Und, ja, also als ich 5, 6 war, ging das ja gerade erst so los alles, ne? Mit der ganzen Story, Internet, beziehungsweise mit Konsolen und mit Spielen, also mit Videospielen. Ich bin eigentlich echt froh, dass ich genau so alt bin, wie ich alt bin, weil ich hab's halt
Ich habe die 3D-Anfänge, sage ich jetzt mal, noch mitbekommen. Das heißt 3D-Shooter und den ganzen Gedöns. Doom 1 und Doom 2 und Wolfenstein 3D. Und Duke Nukem 3D und alles. Und Heretic, da gab es so viele geile Games damals. Auf jeden Fall ein Traum. Bleibt natürlich fragwürdig, ob ein kleines Kind sowas spielen sollte, aber meine, heutzutage wachsen die Kinder schon mit Call of Duty und ja, und mit noch vielen anderen Sachen auf, ne? Was vielleicht weitaus schlimmer ist. Damals war es alles noch 2D, ja, sagen wir mal so 2D-mäßig, so fast noch 3D, das war echt, Duke Nukem 3D, das war echt cool, ne? Aber ja, das kannst du ja heutzutage auch nicht mehr ernst nehmen. Was damals indiziert war, das ist heute, ist das ein Witz. Ne? So, Duke Nukem 3D war damals indiziert, musste mal reinziehen. Und heute, was es heute so für Gewalt in Spielen gibt, das kannst du echt nicht mehr vergleichen. Sorry, aber so ist es halt. Die Ansprüche verändern sich, ne? Die Ansprüche und die Gegebenheiten. Ne? Früher gab es dieses ganze 3D-Gedöns halt noch nicht. So, ja, wir holen jetzt gerade die Baumstämme von draußen rein, so wie es ausschaut. Aber ist schon cool irgendwie, oder? Hat doch schon irgendwas. Guck mal hier. Das ist doch cool. Würde ich jetzt auch nochmal eben ganz gern zu Ende bauen. Ja, da oben kriegen wir nochmal Besuch, aber gut. Haben wir ja in letzter Zeit öfter hier jetzt Besuch. Die Anfänge von 3D waren schon echt ziemlich cool, muss man sagen. Ich bin auch echt froh, dass ich das alles so mitbekommen habe. Es gab ja immer vor kurzem diese News, dass so ein Vater hat irgendwie seinem Kind das ganze Spieluniversum in ein paar Jahren irgendwie näher gebracht. Hat dann angefangen mit Pac-Man oder Mario und dann irgendwann mal Mario 64 und so. Echt ziemlich geil, müsst ihr euch mal googeln. Und irgendwie finde ich das cool, weil dieses Kind oder dieser Mensch hat jetzt quasi die gesamte Geschichte des Videospielens, hat er wirklich so 1:1, ja, vielleicht nicht 1:1 mitbekommen, aber halt schon ziemlich so mitbekommen wie man selbst und das innerhalb von ein paar Jahren. Ah, er guckte da mit seinem Johnny hier raus. Scheiße, scheiße, Mann. Da hast du, Alter, da hast du. Geht doch nichts über einen schönen Money, ey. Mal schön Molly am Abend, ne? Schön brennendes Feuer auf, mal. Ja, und deswegen, das war echt der Hammer damals. Schön, ey. Die 3D-Anfänge kann ich echt nur empfehlen. Warcraft 1, ey, was war das für ein Game, Mann? Wie alt war ich da? 7, 8 oder so? Bin von der Schule gekommen. Scheiß auf Hausaufgaben. Was natürlich ziemlich dumm war, aber gut. Und dann habe ich Warcraft 1 gespielt. Da musste man jede Einheit musste man dann noch einzeln irgendwo hin beordern. Da konnte man zum Beispiel noch nicht mal so Gruppeneinheiten so halt aktivieren. Das konntest du erst bei Warcraft 2. Und dann bei Warcraft 2, dann konntest du irgendwie 9 Einheiten auf einmal befehlen. Wow, das war richtig strategisch, war das richtig die Neuheit, ne? Aber echt cool, ey. Warcraft 1 und Warcraft 2 war auch mega geil. Hat allerdings halt auch nicht jeder mitbekommen. Ne? Das ist mir auch klar. Viele kennen vielleicht World of Warcraft, aber nicht jeder weiß tatsächlich, wie das alles angefangen hat. Ist eigentlich ziemlich schade so, ne? Wie gesagt, also ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. So. Annika fragt, was magst du am meisten? Kelloggs, Kekse oder Muffins? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Muffins, hervorragende, zauberhafte und leckere Muffins. Frisch gebacken. Oder Kelloggs, schöne, leckere Kelloggs. Am Morgen, verspeisen. Ja, ich weiß es nicht. Kekse sind zwar geil, aber ganz ehrlich, ich war schon immer so, seit ich klein bin, so ein Kelloggs-Esser. Ja, das hat sich auch nie geändert, ne? Also Kelloggs in Ehren kann niemand verwehren, meine Gute. Also hätten wir das auch geklärt, denke ich mal. Also, wenn schon, denn richtig Kelloggs, ne? Aber ordentlich. Mach mal Lid an hier, ich sehe ja nicht. Scheiße, die Welt geht gerade unter hier. Ah, hier. So, warte, wir müssen jetzt irgendwie zu unserer Base finden, ne?
könnte schwer werden ohne Feuerzeug. Wir fahren einfach mal zu unserer Base runter. Dürfte irgendwie klappen, oder? Haben wir den Wagen jetzt dabei? Jo. Das sieht doch die Base. Die jute Base. Drop the Base. Lass doch los, Alter. Komm. So, jetzt aber. Ja, das Ding ist echt sowas von verbuggt, das glaubt kein Mensch, ey. Ja, Freunde, wie gesagt, also wenn schon, dann ordentlich Pudding, ne? Nee, Pudding wäre natürlich auch nicht schlecht, auf jeden Fall. So, aber wir verbauen das gute Stück hier jetzt nochmal. Beziehungsweise zünden jetzt erstmal hier so Feuer an, das ist mir alles zu dunkel. Feuerchen. Ja, ne? Hier ein bisschen anpusten hier. So, das Ding können wir auch mal zu Ende bauen. Oder fast zu Ende bauen. Oh, hier ist nochmal ein bisschen Gepäck angespült worden. Da müssen wir auf jeden Fall uns natürlich hier einverleiben, das Gepäck. Und den ganzen Dreck hier auch. So, ja, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen verbuggt, aber das macht ja nichts. Gehen wir mal hier rein in die gute Stube. Können wir nämlich jetzt hier von außen hier holen, weißt du? Ja, geht doch nicht. Ich würde zwar sagen, schade, aber wir sind ja keine Bug-User, also den Weg können wir auch nochmal nach draußen gehen, oder? Hier hinten die Ecke nochmal ausbauen, da vernünftig. Und dann haben wir das auch schon bald geschafft, das gute Stück. Das gute Stück Laminat hier, ey. Echt ein Traum. So, hier, guck mal, hinten ist schon alles fertig. Hier brauchen wir noch ein paar Kleinigkeiten und dann haben wir es. Dann haben wir das doch tatsächlich geschafft, ey. Ich glaube das nicht. Gucken wir nochmal kurz rauf hier. Haben wir nochmal eine kurze Frage hier zum Schluss. Hat hier letzt was von einem Wettbewerb in Bankdrücken erzählt? Was ist damit? Fragt der Lost. Ach, Payset, ja, der Payset. Ja klar, der Wettbewerb da. Ja, der gute Payset, der hat uns mal zum Bankdrücken herausgefordert. Ich muss sagen, ich bin momentan nicht so in Form, aber allein der Challenge wegen würde ich mich doch nochmal ranmachen an die Handelbank, ein bisschen trainieren. Kann man eigentlich mal machen, wenn ich das nächste Mal bei Patrick bin. Also vielleicht im Februar oder vielleicht im März irgendwann mal die Augen offen halten auf Patricks Kanal. Da machen wir mal eine ordentliche Challenge, ne? Nee, das kommt auf jeden Fall noch. Das kommt noch. Keine Sorge. Das habe ich nicht vergessen, mein Juter. Oh, wir brennen, Alter. Wir brennen. Ja, geil. Okay, Freunde. Wir verabschieden uns für diese Episode in dieser Folge und bald geht es weiter. Übermorgen geht's weiter mit einer neuen Folge. Wir sind nicht durch mit der Twitter-Runde hier. Ein bisschen machen wir noch. Und ja, schauen wir mal in der nächsten Episode, ne, was wir so starten. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.